Das sind die Grenzkontrollen an den Binnengrenzen der Mitgliedstaaten, also bei uns in Frankreich, Schweiz, Österreich, Dänemark. Und da war die ganz mehrheitliche Auskunft der Mitgliedstaaten, dass sie am 15. Juni die Grenzkontrollen beenden werden. Ein kleinerer Teil der Mitgliedstaaten wird es bis Ende Juni tun. Und mit der Beendigung der Grenzkontrollen erfolgt dann auch eine Beendigung der Quarantäne, sodass man beim Wechsel zwischen den Ländern in Europa auch nicht mehr in Quarantäne muss. Das heißt, es ist dann wieder die volle Freizügigkeit hergestellt. Und die Binnengrenzkontrollen sind dann Ende Juni in ganz Europa zu Ende. Ich werde dem Kabinett auch nächsten Mittwoch dazu einen Vorschlag machen, der in diese Richtung geht, dass wir anstreben, bis zum 15. Juni die jetzt noch bestehenden Grenzkontrollen zu beenden.